ich habe heute Geburtstag. Meine werten Damen und Herren, es ist der 13. September, an dem ich tatsächlich diese Folge hier aufnehme. Und das wird eine waschechte Minecraft-Geburtstagsfolge. Da bin ich irgendwo im Weizen hängen geblieben. So, okay. Und das, meine werten Damen und Herren, werde ich natürlich mit einem lamatastischen Tag mit Chris und Samantha feiern. Mit dem Jürgen werde ich das feiern. Und mit einem ganz besonderen Kumpel, und zwar dem neuen Turm. Ich habe nämlich einen Turm angefangen zu bauen. Er ist noch nicht ganz fertig und benötigt noch ein bisschen Liebe. Aber ich habe tatsächlich heute eine ganz besondere Folge geplant. Und zwar möchte ich euch nämlich meinen neuen Turm zeigen, okay? Er ist noch nicht ganz richtig fertig. Er hat hier ein Wasserreservoir mit drin, schon ein bisschen mit Glas ausgekleidet. Es ist prinzipiell noch nicht ganz trocken hier drin, weil ich noch keinen Sponge habe. Aber wenn man dann dementsprechend, jetzt habe ich mich hier letztes Mal runtergebaut, wenn man sich dann dementsprechend hier nochmal mit hochbaut, dann sieht man direkt, aha, hier hat der Junge auf jeden Fall nicht gepusht. Hier ist auf jeden Fall mit Liebe gebaut worden, okay? Das heißt also, ich habe hier ein bisschen die Materialien gespart, ein bisschen Brickstone gemacht und hier oben habe ich sogar tatsächlich Glowstones hingebaut, okay? Das bedeutet also, dass hier wird auch irgendwann richtig leuchten. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich diesen Turm hier ausgebaut habe. Ich möchte auf jeden Fall einen richtig schönen Turm hier hinbauen, weil ich habe nämlich das Gefühl, wir müssen nämlich unsere Welt ein bisschen mehr von oben sehen, okay? Außerdem brauchen wir hier die Möglichkeit, irgendwie gefährliche Einbrecher abzuwehren und das werden wir mit diesem Turm irgendwie schaffen. Aber das ist jetzt dementsprechend noch gar nicht so schlimm. Ach, erstmal müssen wir uns um etwas anderes kümmern, okay? Wir müssen nämlich... Hey! Roman, hey! Hä? Ich glaube, Jürgen hat mich gerufen. Jürgen? Hast du mich gerade gerufen eigentlich? Hey, Jürgen! Hey, Roman, na? Alles Gute zum Geburtstag, Alter. Ich habe ein Geschenk für dich versteckt. Und zwar ist es unten im Untergrund. Kannst du es finden? Oh, was? Jürgen, du hast für mich ein Geschenk im Untergrund versteckt? Bist du dir ganz sicher oder trollst du mich einfach nur? Nein, nein, Roman, ganz im Ernst. Los, hol es dir. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, wir müssen uns auf den Weg machen. Also, ich habe euch mal den Turm gezeigt. Ich werde ihn noch weiter ausbauen und das mit dem U-Boot machen wir auch noch. Dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Es dauert noch ein bisschen. Nicht zu vergessen, in letzter Folge hat natürlich auch Lars hier die Ziegenarmee nochmal hingehauen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie ich diese Ziegen füttern soll. Ich glaube, die essen die Fisch. Nee, ne? Nur ich esse Fisch. Okay, ich brauche irgendwie noch irgendwas, damit ich dementsprechend noch zähmen kann und vervielfältigen kann. Ihr könnt mir gerne schreiben in die Kommentare, was Ziegen so essen, weil ich habe keine Ahnung, was die essen. Ne? Aber ich werde die Gehege noch ein bisschen ausbauen. Ich muss anscheinend jetzt irgendwie in den Untergrund, weil tatsächlich Jürgen da für mich ein Geburtstagsgeschenk versteckt hat. Dementsprechend muss ich mir das Ganze natürlich ein bisschen genauer anschauen. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, wo er mir das versteckt hat. Aber wir schauen mal. So, wo ist hier ein Geschenk? Hallo? Ist hier ein Geschenk? Oh, ey, habt ihr, ey, hört mal auf, das ist mein Geschenk hier. Zieht mal hier voll Leine. Yo, was soll das, ey? Wo sind wir denn hier gelandet? Was? Seit wann ist denn eigentlich hier ein Loch? Da dürfte doch gar kein Loch sein. Oh Mann, ich muss es hier erstmal flicken. So, hui, okay. Das nenne ich mal ein großes Geschenk, was der Jürgen mir dahin gebaut hat. Schaut euch mal dieses Ding an. Alter, guck mal, hier war, glaube ich, ein Enderman. Da wurde einfach so ein normaler Block hin platziert. Ja, das sieht auf jeden Fall nach einem riesigen Wollegeschenk aus. Ein Geschenk von Jürgen. Okay, okay, okay. Machen wir das. Oh mein Gott, da ist einfach... Alter, da ist einfach ein Skelett drin. Was soll das denn werden? Skelett, du musst ja unbedingt rausgehen. Das ist mein Geburtstagsgeschenk und da hast du nichts zu suchen. Alter, Junge, das wird sogar beschützt, das Geschenk. So, was ist denn nur drin, dass dieses Geschenk sogar von einem Skelett beschützt wird? Ein Axolotl? Oh, Jürgen! Oh mein Gott! Okay, okay, okay. Was? Und dann ist da sogar noch ein Buch mit dabei. Yo, what? What, what, what? Warte mal, wir lesen mal durch. Erstmal hier ein Axolotl. Oh, der ist so süß. Und dann haben wir hier nochmal ein Book and Quill. Hallo, Roman. Hier ist Jürgen. Du hast anscheinend mein erstes Geschenk gefunden. Mein zweites Geschenk für dich befindet sich in einem wunderhübschen Kristallgelände. Oh, es gibt anscheinend also noch ein zweites Geschenk? Oh Gott, oh Gott. Okay, dann muss ich jetzt erstmal aber gucken, dass ich dem Axolotl noch einen kleinen Raum gebe, wo er irgendwie drin leben kann, bevor ich hier ein zweites Geschenk suchen gehe. Oh Gott, wo sollte ich denn den kleinen Axolotl erstmal parken? Warte mal, ich könnte ihm vielleicht ein kleines Aquarium vorab erstmal bauen, wo er irgendwie runterkommen kann vorerst. Ui, draußen ist sogar schon relativ dunkel geworden, ne? Vielleicht so ein bisschen in der Nähe von hier. Dann machen wir ihm erstmal hier so ein kleines Gehege einfach rein. Ich glaube, das wird schon passen. Hier ein bisschen Wasser und dann da einen kleinen Axolotl rein. Oh!
guck mal, wie süß. Okay, ich muss sie nochmal hier oben nochmal zumachen. Das ist jetzt erstmal provisorisch. Ich weiß, das ist nicht unbedingt die zahmhalteste Haltung, die man überhaupt noch machen kann. Aber das reicht jetzt fürs Erste, okay? So wird er erstmal bei uns überleben. Aber er sieht schon sehr süß aus. Kleiner Axolotl, du kriegst von mir noch ein süßeres Gehege. Versprochen. Guck mal, wie er schwimmt. Der wackelt sogar so ein bisschen. Oh! Unsere Tierforschung geht weiter. Wir haben ein weiteres Tier in unserer Sammlung. Okay, sehr cool. Danke, Jürgen. So, das nächste Geschenk ist tatsächlich in einem wunderhübschen Kristallgelände. Und da muss ich tatsächlich sagen, da fällt mir nur ein einziger Ort ein. Und zwar meine 980 Euro Kaltmietwohnung. Nein, macht Spaß. Wir haben tatsächlich einmal einen Kristallort gefunden gehabt, der eigentlich in der Nähe von dem Geschenk, wo wir gerade eben waren, eigentlich war. Warte mal, es ist eigentlich, guck mal, hier ist das Geschenk und dann konnte man hier eigentlich hochgehen. Und da haben wir damals die Klänge von diesem Kristallsound irgendwie gefunden gehabt. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung das war. Hier war das nicht, hier war nur so eine riesige Kuppel. Aber auf der anderen Seite, wo wir eigentlich waren, wenn man glaubt... Ah ja, genau, hier waren die Kristalle und dann ist hier ein Kistchen. Hallo? Oh, ein weiteres Geschenk. Hä, was ist das? Ist das Redstone Lamp und Book and Quill? Was? Und Daylight Detector? Oh, Daylight Detector. Ey, ich weiß, was das ist. Daraus kann man Straßenlaternen bauen. Niemals, Alter. Hat er einfach daran gedacht. Warte mal, ich schmeiß mal hier kurz ein paar Sachen weg und dann Book and Quill nochmal aufnehmen. Was haben wir denn da? Dort, wo Blätter sind, da sind auch deine kommenden Geschenke versteckt. Halte dich immer an die Natur, im Boden verankert. Hä? Okay. Also, was wir jetzt erstmal ausprobieren, ist, wir gehen hier erstmal raus aus dieser steinigen Bude und gucken mal, ob wir vielleicht den Daylight-Sensor jetzt eigentlich verwenden können, weil eigentlich dürfte das jetzt in der Nacht sogar besonders gut funktionieren, oder? Okay, kleiner Axolotl, mein erstes Geburtstagsgeschenk. Ich packe jetzt mein zweites Geburtstagsgeschenk mal aus und lege hier mal eine Redstone-Lamp hin und kann jetzt tatsächlich mal gucken, ob ich vielleicht der guten alten Samantha und dem guten alten Chris ein kleines Geschenk machen kann, indem ich diesen Daylight-Sensor da drauf setze. Hä? Okay. Also im Prinzip müsste das eigentlich leuchten, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das funktioniert nicht so ganz. Wahrscheinlich ist der Daylight-Sensor, der gibt, glaube ich, erst Licht ab, wenn man ihn aufgeladen hat. Oder gibt der nur Licht, wenn die Sonne scheint? Oh, oh mein Gott, du Arsch, Alter. Willst du mir etwa ein Geburtstagsgeschenk bringen oder was? Oh, guck mal, er hat ein Geschenk dabei. Oh, nein, Gott, Spaß, er hat keins dabei. Okay, gut. Naja, dann lassen wir das mal. Okay, wir gucken mal gleich tagsüber, ob das ganze Ding dann besser funktioniert. Wir gucken jetzt aber nochmal in das kleine Rätselbuch mit rein. Dort, wo Blätter sind, da sind auch deine kommenden Geschenke versteckt. Halte dich immer an die Natur im Boden verankert. Okay, also, wenn ich jetzt sowieso schon mal davon ausgehe, wir waren jetzt schon hier oben, ne? Dann haben wir tatsächlich, oh, die Frösche, guck mal, wie sie da leben und gedeihen. Wir haben so viele Frösche. Oh, sind die süß. Wir müssen jetzt aber irgendwie nochmal gucken, wir gehen jetzt nochmal runter. Und jetzt ist die Frage, die Natur im Boden verankern. Und das Einzige, was ich mit Natur hier unten eigentlich verbinde, ist eigentlich das, was ich Lars in meiner letzten Folge gezeigt habe. Und zwar ist das nämlich... das hier gewesen. Das ist eigentlich die Natur, die im Boden verankert ist. Das sind diese Ranken, die jetzt tatsächlich alles nochmal in so schönem Grün darstellen. Ich muss jetzt nur herausfinden, ob das tatsächlich der richtige Ort ist. Sag mal, habe ich hier nicht mal sogar so eine Treppe runtergebaut? War das nicht mal so? Aua! Oh Gott, nicht, dass ich hier noch irgendwie sterbe. Ist das meine Treppe, die ich da... Aua! Oh Gott, ich habe voll viel Leben verloren. So, ist das hier die Natur im Boden? Also, halte dich immer an die Natur im Boden verankert. Okay. Wir waren hier ja schon mal. Deswegen kennt Jürgen wahrscheinlich diesen Bereich hier. Und wir müssen jetzt irgendwie in diesem Bereich irgendwo das Geschenk finden. Aber ich muss sagen, dieser Bereich ist riesig. Wie soll ich denn bitte hier das Geschenk finden? Wir haben eigentlich überall die Möglichkeit. Guck mal, hier ist mehr Natur. Also lass doch einfach mal dahin gehen. Vielleicht ist es ja irgendwo hier in diesem Rasen versteckt. Guck mal, hier ist das ganze Moos. Hier habe ich mal auch Moos mitgenommen gehabt für die Frösche. Aber es sieht irgendwie... Oh, guck mal. Hier sieht es doch schon eigentlich ganz... Oh mein Gott, Alter, das ist einfach ein Diamond. Ist es etwa... Es ist einfach Geburtstag.
Geburtstagszeit, da gibt's auch mal einen Diamond geschenkt. Wo ist meine Spitzhacke, meine normale? Oh Gott, mein ganzes Inventar ist so dreckig. Oh, wo ist mein Geburtstagsgeschenk? Okay, gut, ich baue ihn mit Silk Touch ab. Schon okay. Alter, nochmal ein Diamond. Nice. Okay, dann nehmen wir die zwei Diamonds auf jeden Fall mit und schmeißen mal hier zwei Wolle weg. So, haben wir schon mal ein bisschen was. Alter, wie nice. Wir haben einfach da gerade so ein bisschen Diamond bekommen. Cool. Okay. Aber das war, glaube ich, nicht das Geschenk. Oder war es das Geschenk? Ich weiß es gar nicht. Aber der Jürgen hat doch immer so eine Kiste hin platziert. Schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer um. Hier waren wir auch schon. Da ist Wasser. Hier! Da ist so ein kleiner, wieder so ein Block von einem Enderman. Aber es ist, glaube ich, nur ein Block von einem Enderman gewesen. Hier ist was? Nee, auch nicht. Da ist was. Oh! Hä? Oh. Hey, das ist ein Leaf Dripstone. Hey, das ist doch eine Falle, oder? Oh mein Gott. Der hat mich wie ein Geheimversteck runtergebracht. Oh, da ist die Kiste. Junge, was? Oh mein Gott. Das sind die Materialien, die man dafür benötigt, um einen Wither zu spawnen. Oh, Junge. Oh, okay. Dann legen wir mal hier ein paar Buckets drüber. Guck mal, wir können die hier alles stacken. Nehmen mal hier den Soul Sand mit. Die Wither Skeletons oder Skulls. Und dann tauschen wir hier am besten mal nochmal die Bücher ein gegen die Enchanted Apples. Okay, Leute. Hey, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Komme ich hier einfach nur durchs Abbauen raus? LOL! Alter, wie krass. Guck mal, das war einfach so versteckt. LOL! Okay. Das heißt also, ich habe die Materialien bekommen, um einen Wither zu bauen. Oh oh. Okay. Das kann ich aber in der Folge noch nicht machen, weil ich habe erstmal Geburtstag. Und das Einzige, was ich jetzt erstmal angucken möchte, ist, funktioniert meine Lampe jetzt überhaupt gerade? Die leuchtende Redstone-Lampe. Es ist sogar wieder Tag. Das heißt, dann können wir jetzt nochmal abchecken. Ne? Tatsächlich. Die Redstone-Lampe leuchtet also am Tag. Gut. Das hätten wir jetzt auch herausgefunden, ne? Die einzige Frage, die ich mir jetzt gerade nur stelle, ist, was sind jetzt meine Geschenke gewesen? Ein Axolotl, dafür muss ich auf jeden Fall noch ein Aquarium bauen, weil das ist keine tiergerechte Haltung. Dann habe ich eine Redstone-Solaranlage bekommen, die tatsächlich tagsüber funktioniert, aber ich brauche das eigentlich nachts, weil es macht keinen Sinn, dass diese Lampe einfach tagsüber leuchtet und nachts nicht. Und ich habe die Materialien für einen Wither. Das bedeutet also, wir müssen also jetzt gegen einen Wither kämpfen. Und wenn wir den besiegen, könnten wir uns hier einen waschechten Beacon hinstellen. Aber das holt ihr in der nächsten Folge. Leute, ich gehe jetzt erstmal meinen Geburtstag feiern und habt einen schönen Tag. Ich wünsche euch was, beziehungsweise ich wünsche mir was zu Geburtstag. Und zwar ein Arizoo-Plüschtier. Genauso wie ihr auch. Ihr könnt ihr gerne unter shop.arizoo.de vorbeisehen. Da findet ihr das Arizoo-Plüschtier. Oder vielleicht sogar die Globus, worauf ihr auch Bock habt. Die habe ich mir in echt eigentlich zu Geburtstag gewünscht. Nein, mein Spaß. Leute, ich feiere jetzt meinen Geburtstag. Ich wünsche euch was. Haut da rein, Leute. Und ciao!